Also gegen 16.10 Uhr hat uns ein Alarm der Leitstelle erreicht, dass es sich hier um einen Wohnungsbrand handle. In einem der Häuser hier, der Hochhäuser in der Pohlgönser Straße, wurde dann ausgelöst nach einem Feuer Menschenleben in Gefahr. Vor Ort hat sich das Feuer bestätigt im Bereich des Dachgeschosses. Waren auch 46 Personen auch im Gebäude. Die Alarmstufe wurde erhöht. Es sind mehrere Stadtteile hier der Stadt Butzbach zugegen, auch andere Einheiten. Ja, der Fokus beim Eintreffen war natürlich erstmal die Menschenrettung, die da im Fokus stand. Also mit der Brandbekämpfung konnte initial effektiv gar nicht begonnen werden, weil es erstens halt relativ weit oben war. Wir haben hier ein besonderes Objekt, womit der Drehleiter schon an die Kapazitätsgrenze kommen. Fokus war halt ganz klar auf die Menschenrettung. Die Personen mussten ins Freie verbracht werden, weil wir hier nur einen baulichen Rettungsweg haben, eben einen Treppenraum. Und wenn der rauchfrei ist, muss man die Gelegenheit nutzen und die Leute ins Freie verbringen. Wie sich ja im weiteren Verlauf gezeigt hatte, kam es dann auch tatsächlich zum Raucheintrag in den Treppenraum. Demzufolge ist es auch vielleicht nachvollziehbar, dass die Brandbekämpfung dann erstmal hinten ansteht und erst die Leute ins Freie verbracht werden. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, hat das Geschehen auch unter Kontrolle gehabt und sind viele Dutzende von Einsatzkräften hier aus Butzbach, den Stadtteilen Butzbachs, aber aus der gesamten Region im Einsatz. Und das Feuer ist unter Kontrolle. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhauses werden heute Nacht auswärtig untergebracht, kann keiner mehr zurück in die Wohnung. Wir haben ein Angebot gemacht. Die meisten, alle, kann man sagen, kommen bei Verwandten, Freunden und Familie unter. Also wir haben Baustatiker hier, mit denen wir immer im engen Kontakt stehen. Das ist natürlich oben ein Holzgebälk, das auch zum Teileinsturz gekommen ist. Da haben wir natürlich schon eine gewisse Gefährdung. Auf dem Dach kann sich keiner aufhalten. In dem Brandgeschoss, sprich das oberste Geschoss, da haben wir eine Stahlbetondecke. Da können wir begehen, müssen halt gucken, dass Bereiche gemieden werden, wo noch Absturzgefahr beherrscht, beziehungsweise die Gefahr, dass halt restliche Dachteile herunterstürzen. Also das Feuer ist jetzt soweit gelöscht. Es finden noch Nachlöscharbeiten statt. Es muss auch etwas Löschwasser aus dem Kellergeschoss gepumpt werden. Wir werden hier noch, ich denke, mit einem kleineren Einsatzkontingent noch zwei, drei Stunden zugegen sein, bis wir dann letztendlich die Einsatzstelle übergeben können.